Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch zeigen eine meiner Lieblings-Sommer-Frühstücksideen, und zwar eine Ice Cream Bowl. Ice Cream ist ein Eis, der nur aus gefrorenen Früchten besteht, aber man kann auch andere Sachen integrieren, so wie zum Beispiel Samen, Schokolade, Zimt, Vanille und so weiter. Die Vorbereitung ist immer dasselbe. Einfach unsere Lieblingsfrüchte nehmen, in Scheiben schneiden und im Gefrierschrank über Nacht lassen. Dann, am nächsten Tag, alles rausnehmen, in einen Mixer reingeben und alles mixen. Hi, welcome to a new video. Today I will be showing you one of my favorite summery breakfast ideas, an ice cream bowl. An ice cream is ice cream mainly made out of frozen fruits, but you can add whatever you like seeds, chocolate, cinnamon, vanilla, anything. The process is always the same. Just take your favorite fruits, cut them into pieces, and then put them in the freezer overnight. Then, the next day, take them out, put them into the blender, and just mix everything together. Heute brauchen wir eine Banane, einen Apfel und ein veganes Kaffeejoghurt, der aus Soja besteht. Am vorigen Nacht habe ich meine Früchte in den Gefrierschrank gegeben. Jetzt, am nächsten Tag, habe ich meinen Mixer vorbereitet und ich werde alle meine Früchte reingeben und dann mixen. For today's recipe, we will need one banana, one apple and one coffee flavored vegan soy yogurt. The night before, I took all my fruits and put them into the freezer. Now, the next day, I prepared on the side my blender and all I'm going to do is to put all the fruits into the blender. Dazu werden wir noch was von Wasser oder was von Milch reingeben. Later we will also add some water or some milk. Das ist die Konsistenz, die ihr haben wollt. This is the consistency you want to end up with. Das Eis in eine Schüssel rein vergießen und dann dekorieren. Put the ice into a bowl and then we can start to decorate it. Ich habe mich heute für Kokosraspen, Mandel und Puffdinkel entschieden. Today I chose to decorate it with coconut shapes, almonds and puffed rice or puffed farro. So sieht unsere Bowl am Ende aus. Es hat wirklich gut geschmeckt und ich finde sie perfekt für den Sommer, wenn wir was Süßes und Erfrischendes haben möchten, der aber noch definitiv gesund ist. This is what our bowl looks like at the end. It was very tasty and I think they're perfect for the summer when we want something sweet and fresh, but definitely still healthy.